Für diese wunderbare Socke, wir haben hier eine Socke, die wirklich sehr dehnbar ist. Hier, schaut mal, so sieht es zusammengezogen aus. Und dann dehnen wir mal. Zusammengezogen, dehnen. Dieser kleine dünne Schaft, den ihr hier seht, der ist für die Schuhgröße 28, 29. Kann aber auch für die 30, 31 getragen werden. Also kann man eigentlich sagen, von der 28 bis zur 31. Ihr könnt das Muster aber natürlich auf jede Schuhgröße machen. Also jede Größe, die euch einfällt. Das Wichtigste ist nur, dass die Maschen durch 3 teilbar sind. Also könnte es sein, dass ihr eine Masche draufschlagen müsst. Wie bei mir zum Beispiel Schuhgröße 28, 29 sind ja eigentlich 38 Maschen. Ich habe aber 39 angeschlagen und somit passt sie auch für die nächste Größe. Werdet ihr sehen, passt wunderbar, weil auch das hier oben sehr dehnbar ist. Aber wirklich sehr dehnbar. Und wie ihr seht, zieht sich wieder wunderbar zurück. Dann ziehen wir dieses Muster über unsere Ferse. Wie ihr seht, ich habe hier eine einfache, wunderschöne Käppchenferse gemacht. Da. Und da ziehen wir das Muster auch wunderbar drüber. Und dann geht es auf dem Fuß so weiter und unter dem Fuß bleiben wir glatt. Einfach, dass man hier dann schön laufen kann, dass dann hier nichts stört. Deswegen auf dem Fuß das Muster, damit es dann auch weiterhin schön aussieht. Und unter dem Fuß alles glatt. Wie ihr seht, ich muss ihn noch fertig machen. Aber ich wollte mit euch schon mal die zweite Socke annadeln. So, ich benutze bei mir jetzt eine sechsfache Sockenwolle. Hier habe ich meinen schlauen Zettel. So, Maschen anschlagen. Wir nehmen das lose Ende über Daumen und Zeigefinger, nehmen die Nadel in die Hand, gehen zwischen Daumen und Faden rein, heben den Faden an, gehen hier rüber, einfach so blub, drücken den Faden nach unten weg, lösen den Daumen, Masche Nummer 1, 2, ich zeige euch das nochmal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wer will, kann sich seine Maschen gleich komplett auf das Nadelspiel oder auf die Crazy Trios drauf machen. Also auf den Crazy Trios ist es ja einmal alle Maschen anschlagen und dann teilen. Und hier wären es ja alle Maschen durch 4 Nadeln. Oder ihr nehmt alle Maschen erstmal auf eine Nadel und strickt sie euch dann auf das Nadelspiel. So, ich war jetzt bei 11, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe jetzt meine 39 Maschen hier auf einer Nadel. Ich zeige euch heute das Aufstricken. Das mache ich mit euch heute. Wer es gleich verteilt hat, wartet jetzt einfach ganz kurz, weil wir stricken jetzt schnell auf. So, und zwar stricken wir jetzt auf 9, 10, 10, 10. So, mit einer leeren Nadel von dieser. 9 Maschen rechts. 1, 2, wir stechen von den vielen Maschen in die Richtung, durch die Masche durch, holen uns den Faden, gehen zurück durch die Masche und haben eine rechts gestrickt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Die Nadel schieben wir mittig, schnappen uns die nächste. Also momentan verwischt das wieder ein bisschen. Jetzt stricken wir 10 rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nächste Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, letzte Nadel. Ihr seht, wir haben jetzt hier schon ganz schön viele Nadeln. Das wird aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. So, jetzt haben wir auf der ersten Nadel 9 Maschen und dann 3x 10. So, wenn wir jetzt unsere Nadeln uns mal hinlegen. Dann sieht das Ganze jetzt so aus, wie so ein kleines Viereck. Da. Das ist unsere Nadel mit den 9, 10, 10, 10. Der gestrickte Rand, der ist jetzt komplett mal nach innen gedreht und so sortieren sich die Nadeln schon von ganz alleine. Wir schnappen uns die Nadel mit den 9 Maschen. So könnt ihr euch das gleich auch am einfachsten merken. Die Nadel mit den 9 Maschen ist unsere Nadel Nummer 1. So, jetzt stricken wir 2 Maschen rechts. 1, 2. Nehmen den Faden vor die Nadel. Gehen von der Nadelspitze Richtung Maschen jetzt durch den Faden, also durch unsere Masche durch. Da so. Schubsen mit dem Mittelfinger den Faden nach vorne, holen den durch, lassen abgleiten. Das war eine linke Masche. So, jetzt wieder 2 rechts. Und Schubs. 2 rechts. 2 rechts und Schubs. Jetzt haben wir auf links geendet, das heißt, wir machen jetzt 2 Maschen wieder rechts. 1, 2, eine links. 1, 2, eine links. 1, 2, eine links. Und jetzt enden wir auf eine rechts, hier guckt. 1, wir gehen auf die nächste Nadel. 1, stricken jetzt unsere zweite rechte.
und dann eine links. Jetzt wieder zwei rechts, eins, zwei, eine links, zwei rechts, eins, zwei, eine links. Jetzt stricken wir auf zwei rechte. Hier, wie ihr seht, wir enden auf zwei rechten. Das heißt, wir beginnen die nächste Nadel mit einer links. So, jetzt wieder zwei rechts. Eine links. Zwei rechts, eine links, zwei rechts und eine links. So, und damit sind wir einmal rum. Da seht ihr, dass unser Anfangsfädchen wieder hier vorne ist. Das heißt, wir sind hier wieder auf Nadel 1 mit den neuen Maschen. So, jetzt habe ich mal das Stativ ein bisschen gedreht. Ich hoffe, jetzt komme ich mit der Nadel weniger dran. Und dann strickt sich das Ganze nämlich auch ein bisschen entspannter für mich. So, wir stricken jetzt wieder unsere zwei Maschen rechts. Eins, zwei, eine links. Ja, besser. Eins, zwei, eine links. 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 Eins, zwei. So, jetzt beginnen wir die nächste Nadel auf links. Die Masche werde ich dann in der nächsten Runde gleich mal rüber schubsen, weil ich hasse es, auf links zu beginnen. So, jetzt eins, zwei und links. Eins, zwei, links. Eins, zwei, links. So, und schon sind wir schon wieder rum. Wie ihr seht, das geht wirklich wahnsinnig schnell. Also man kommt da echt schnell vorwärts. Hier rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Ich nehme euch jetzt nochmal mit, damit ihr seht, wie das mit den Maschenschubsen geht. Rechts. Nur falls ihr auch nicht so gerne mögt, auf links zu beginnen. Rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. So, jetzt würden wir die Nadel wechseln und würden ja dann jetzt unsere linke machen. Ich schiebe jetzt einfach mal die nächste Nadel nach unten und stricke jetzt die eine Masche auf links ab, so dass die mit hier rüber auf die andere Sockennadel fällt.
und schiebe erst dann die Nadel in die Mitte. So habe ich jetzt hier eine Masche mehr und auf der Nadel eine Masche weniger. Das heißt, wir haben dann, Moment, jetzt stricke ich erstmal schnell die Reihe noch zu Ende. So, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. So, das heißt, wir haben jetzt Nadel 1, 9, Nadel 2, 10, Nadel 3, 11, Nadel 4, 9 Maschen. Weil ich habe jetzt die 10. Masche im Prinzip von der Nadel 4 mit auf die Nadel 3 geschubst, damit ich einfach hier auf der Nadel 4 mit rechts beginne und nicht mit links. Ich zeige euch das nochmal, dass es jetzt wunderbar klappt. Wir gehen jetzt hier einmal nochmal durch. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links. So, und die letzte Nadel noch. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts und links. Ja, und damit sind wir einmal rum. Hier ist wieder unser Anfangsschwänzchen. Und wie ihr seht, einmal rum und jetzt geht es auch wunderbar auf. Klar könnten wir jetzt noch die eine Nadel machen, wo wir jetzt eine rechte machen und dann die andere rechte und die andere linke auf der nächsten Nadel. Da könnten wir jetzt entweder die eine rechte mit auf die andere Nadel schubsen oder die anderen beiden Maschen mit auf die Nadel oder wir lassen es einfach, wie es gerade ist. Ich denke mir, ich lasse es einfach, wie es gerade ist. Wir müssen dann nur gucken, dass wir das dann für die Ferse ausgleichen, dass wir dann, bevor wir in die Ferse gehen, von der dritten Nadel die eine Masche wieder zurück auf die vierte schubsen. Aber das merkt man sich ganz einfach, indem man hier mal kurz durchzieht, wenn man es nicht mehr weiß. Und dann ist das auch gut. So, das wiederholen wir jetzt bei erwachsenen Socken, bis ihr so 20 cm habt. Ich bei mir jetzt auf, na, auch schon so gut 11 cm, wie ihr seht. Erwachsenensocken bitte auf 20 cm und ich mache das jetzt bei mir so auf 11 cm. Gut, das Schöne ist, ich kann jetzt nach den Farben gehen. Bei der Wolle. Das ist halt, wenn man schon mal eine gemacht hat. Wenn ihr aber Erwachsenensocken so auf 20 cm Länge schafft, da habt das wenigstens, was mache ich denn hier? Wenigstens schön zum Kuscheln. Und schön zum Anziehen. So was ist ganz toll. So rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, wenn man am Quatschen ist. Nee, nee, nee. Rechts, rechts. Links. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts,
links, rechts, rechts, links. So, meine Lieben, der Schaft ist jetzt auf Länge. Wie ihr seht, und ihr seht auch, dass ein Maschenmarkierer dazu gekommen ist. Der markiert mir nur, wo die eine Nadel ist, wo nur eine rechte Masche gemacht wird. Mehr markiert er mir nicht, für mehr gibt es den nicht. Und wie ihr seht, die Farben passen wunderbar übereinander. So, jetzt wollen wir uns um die Ferse kümmern. Das wäre diese hier. Wie ihr seht, ich nehme einfach das Muster über den Rücken mit, bevor ich dann hier in die Ferse abschließe. Und genau das machen wir jetzt auch zusammen. So, ich bin jetzt mit meinem Faden mit Nadel 4 fertig. Hier ist mein Arbeitsfaden, das heißt, das ist Nadel 1, das ist Nadel 4. So, wir hatten von der Nadel 4 eine Masche auf die Nadel 3 geschubst. Die holen wir uns jetzt zurück. Dafür schieben wir die Nadel 4 gegenüber vom Arbeitsfaden ein Stück nach unten und die Nadel 3 auch und heben uns einfach die eine Masche rüber. Und schon stimmen unsere Maschen wieder, die Nadeln können wir wieder langziehen und alles ist wieder bildschön. So, das heißt, ich habe jetzt hier 9 und hier 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, wir haben jetzt hier 19 Maschen und hier sind es 20. Weil wir hatten ja eine Masche mehr gemacht. Wir hatten ja 9, 10, 10, 10. So, die Socke geht mal einen Schritt zur Seite. Jetzt wollen wir uns um die Fersenwand kümmern. Am besten ist, ihr nehmt euch einen kleinen Zettel, wo ihr auch mal Striche drauf notieren könnt, weil wir müssen jetzt mal mitzählen. Und zwar müssen wir jetzt unsere Fersenwand erzeugen. So, und da seht ihr hier die Fersenreihen, also die Reihen, die wir brauchen, um die Fersenwand zu machen. Das wäre Fersenhöhe in Reihen bei 22, 23, 14 Reihen, bei 24, 25, 16 Reihen, 26, 27, 16 Reihen, 28, 29, 18 Reihen, 30, 31, 18 Reihen, 23, 33, 20 Reihen, 34, 35, 20 Reihen, 36, 37, 22, 38, 39, 22, 40, 41, 24, 42, 43, 24, 44, 45, 26, 46, 47, 28 Reihen. So, das heißt, ich muss jetzt bei mir zum Beispiel 18 Reihen machen. Dafür nehme ich meine Nadel 4 in die Hand. Und wir stricken jetzt erstmal die Nadel 1 mit auf die Nadel 4, bleiben im Muster. Das heißt, ich mache jetzt zwei rechts, eine links. Ich stricke gerade mit Nadel Nummer 4 und stricke die Maschen von der 1 auf die 4 über. So, erledigt. Jetzt haben wir nur noch drei Nadeln. Alle Maschen von Nadel 1 und Nadel 4 sind jetzt auf dieser Nadel zusammen. Und hier ist der Rest unserer Socke. So, und jetzt machen wir unser Muster. Das zählt übrigens schon als Reihe Nummer 1. Also Strich 1. So, jetzt mache ich gleich eine linke Reihe, weil wir stricken jetzt glatt.
So, die erste Masche hebe ich einfach ab. Faden vor die Nadel und jetzt jede Masche einmal links runter. Es dauert ein bisschen, bis man durch alle Maschen durch ist. So, und jetzt stricken wir. Rechts, rechts, links. Wir sind jetzt wieder auf der Musterhand. Rechts, rechts, links. Da. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Und gleich ein Strich für die Reihe links, die jetzt kommt. Erst abheben, davor und vorwärts geht's. 3, 4, 5, 6. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wir wenden wieder, machen wieder einen Strich und gleich den für die linke Reihe. So, und jetzt wieder rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, so. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links und eine rechts. So, jetzt kommt die linke, die wir ja sowieso hier schon einen Strich gesetzt hatten. Die erste heben ab und jetzt alle Maschen links. Nun, und so geht das jetzt weiter, bis wir unsere Reihen voll haben. Also ich insgesamt 18. Und ihr die Zahl, die ihr euch hoffentlich gemerkt habt. Wenn nicht, müsst ihr bitte noch mal kurz zurückspulen, weil ich lese jetzt nicht die ganze Liste noch mal vor. So, meine Süßen, ich mache mal schnell meine Reihe fertig und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die 18 voll habe. So, meine Lieben, wenn wir fertig sind, sieht das Ganze so aus. Wie ihr seht, wir haben das Muster wunderbar mitgenommen. So, jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Und zwar nehmen wir jetzt die Maschen, die wir hier auf dieser Nadel haben, durch 3. Das heißt, ich teile bei mir die 19 durch 3 und ihr teilt bitte eure Maschen durch 3. So, das macht bei mir 6, ein bisschen was. Also schnappe ich mir jetzt einen Maschenmarkierer, zähle mir jetzt von der Seite 6 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setze den Maschenmarkierer.
und zähle von der Seite 6 Maschen ab. Und setze den nächsten Maschenmarkierer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und gesetzt. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt habe ich hier 6 und hier 6 und hier den Rest. Also 6, 7, 6. So, jetzt geht es um das Thema Abnahmen. Wir müssen nämlich jetzt anfangen und müssen ein paar Maschen abnehmen. Wir heben jetzt die erste Masche rechts ab, stricken dann Masche 2 und Masche 3 links zusammen. Das heißt, wir gehen einfach mit unserer Nadel durch beide Maschen durch, holen uns den Faden, gehen zurück und haben beide Maschen auf einer Nadel. Jetzt nehmen wir uns alle Maschen einmal links bis auf die letzten 3 Maschenmarkierer einfach rüber und weiter geht's. So, die eine Masche noch. Und jetzt Masche 1 und Masche 2 links zusammen. Und die letzte Masche auch einfach links. So, jetzt verlassen wir aber das Muster. Jetzt stricken wir wirklich einfach nur alle Maschen einmal rechts. Also jetzt machen wir nicht mehr im Muster weiter, sondern wirklich jetzt einfach alle Maschen einmal rechts abstricken. So. Und wieder wenden. So, die erste Masche wieder abheben. Masche 2 und Masche 3 links zusammen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr auf links nicht gerne abnehmt, könnt ihr das auch auf rechts tun. Das heißt, wir würden jetzt hier einfach zum Beispiel auf links durchstricken, wie ihr gerade seht. Wir machen das jetzt mal. Ich wechsle jetzt mal auf rechts. Und dann nehmen wir auf rechts ab, das ist nämlich auch egal wie rum, Hauptsache wir nehmen ab. So, Moment. Ihr seht hier einfach einmal durch mit linken Maschen. Wenden. Und jetzt die erste Masche rechts, Masche 2 und Masche 3 rechts zusammen und jetzt alle Maschen rechts bis auf die letzten 3 So, Masche 1 und Masche 2 zusammen und die letzte Masche einmal rüber. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis wir hier nur noch 2 Maschen auf der Seite haben. So, hier jetzt abheben, alle Maschen einmal links. So, meine Lieben, damit es für euch jetzt nicht so langweilig ist, mache ich schnell meine Abnahmen. Und wir sehen uns dann gleich wieder und machen unsere Ferse fertig. Meine Lieben, jetzt bin ich soweit und habe hier nur die beiden Maschen. Die linke Seite habe ich jetzt schon gemacht, das heißt, wir sind jetzt hier wieder auf der rechten Seite. Und ich stricke jetzt die beiden Maschen rechts zusammen. So, Maschenmarkierer einmal rüber, alle Maschen rechts ab.
So, Maschenmarkierer rüber. Hier die beiden Maschen stricken wir auch einmal rechts ab. Und das war es dann auch schon mit unseren Abnahmen. Jetzt müssen wir Maschen aufstricken. Zum Maschen aufstricken. Wir nehmen unsere leere Nadel, lassen die Maschen in der Hand, wo wir gerade sind, und stechen jetzt immer in diese Querknötchen ein. Wenn ihr euch jetzt eure Seitennaht anschaut, das ist diese hier, da habt ihr hier immer so kleine Querknötchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Da fällt mir schon glatt die Stricknadel aus der Hand vor lauter Schreck. Und in diese Querknötchen stechen wir jetzt ein. So. Und stricken eine rechte Masche. Zählt aber bitte mit. 2. Ich steche extra von der Seite so rum ein, so hin zu meiner Arbeit, damit der Knoten sich dann beim Abstricken verdreht. So gibt es nämlich keine Löcher. 3. 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14. So, jetzt sieht das Ganze schon recht eng aus. Aber wenn wir jetzt so weiter stricken würden, würde es zwischen dieser Nadel und dieser Nadel ein Loch geben. Und das wollen wir auch nicht. Deswegen nehmen wir nochmal unsere leere Nadel und gehen ganz dicht hier bei dieser Nadel rein. Da. Ja, wirklich ganz, ganz dicht. Holen uns die Masche, stricken die noch einmal rechts. Ich habe jetzt damit 15 Maschen auf der Nadel. Aber wie ihr seht, die sind ganz dicht aneinander. Und genau so sollen sie sein, damit es dann kein Loch gibt. So, jetzt gehen wir auf der Socke weiter, sprich hier auf dieser Nadel. Wir lassen jetzt die ganzen Maschen hier auf der Nadel drauf, gehen jetzt hier auf unseren Fuß im Muster. Das heißt rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts. Wir haben ja jetzt uns hier eine Masche weggenommen, deswegen enden wir hier nicht auf links, sondern auf rechts. So, jetzt haben wir wieder unsere leere Nadel. Wir gehen jetzt mit unserer leeren Nadel ganz dicht an dieser Nadel lang, wo wir gerade rausgekommen sind, nehmen uns da die Masche, schnappen uns die letzte leere Nadel, die wir noch haben, und stricken diese Masche einmal rechts ab. So, und jetzt bewegen wir uns wieder an den Knötchen.
entlang, 2, aber nehme genauso viele Maschen auf wie drüben auf der Seite, auch 3. Deswegen schön mitzählen. 4. 5. 6. 7. 8. Moment, kurz den Faden mal befreien. So. Sehen wir auch überall die Knötchen. 9. Zehn, elf, zwölf, 13. 14. So, und jetzt ganz dicht an der Nadel. 15. So. Leg die leere Nadel nicht so weit weg, die brauchen wir gleich wieder. Wir übernehmen jetzt die eine Masche vor dem Maschenmarkierer mit auf die Nadel, auf der wir die ganze Zeit arbeiten. Das heißt, eine rechte Masche. Maschenmarkierer kann gehen. So, jetzt ziehen wir die Maschen hier in der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht nicht genau auf. Ich stricke jetzt erstmal 3 mit hier rüber. 1, 2, 3. Nehme meine leere Nadel. Und stricke jetzt hier die andere Nadel einmal ab. Ihr seht, alles einmal schnell mit rechten Maschen. Und zwar einmal komplett mit rechten Maschen durch. So haben wir jetzt hier erstmal alles wunderbar zu einer Socke verbunden. So, hier sind wir wieder auf dem Fuß. Da machen wir wieder unser Muster. Das heißt rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts, das waren 10. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. So, wieder an der Ferse angekommen. Kümmern wir uns jetzt darum, dass das hier kein Riesenfuß wird. Also die erste und die zweite Masche stricken wir rechts zusammen. So, jetzt einmal mit rechten Maschen weiter stricken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, jetzt stricken wir hier weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir machen so lange weiter, bis wir 3 vor Ende haben. 17, 18, 19, 20. So, und jetzt geht es wieder auf dem Fuß weiter mit unserem Muster. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Dann auf der Ferse machen wir wieder von, das heißt hier und hier eine Abnahme. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir hier 10 Maschen haben, hier 10 Maschen haben, hier 10 Maschen haben und auf dieser Nadel 9. Oder auf der Nadel 9 und auf der 10. Das könnt ihr euch aussuchen. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Abnahmen so weit gemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir den Schaft. Hier geht es dann in die Fersenrückwand und hier in die Ferse. Und hier vorne haben wir den süßen kleinen Zwickel. Da. So, und jetzt geht es eigentlich ganz langweilig immer so weiter, dass wir hier oben drauf, wo wir jetzt die ganze Zeit schon Muster machen, weiter Muster machen. Und unten, wo die Ferse ist, stricken wir einfach gerade rechts durch. Mehr machen wir jetzt nicht. Hier oben drauf machen wir Muster und unten stricken wir einfach alle Maschen einmal rechts ab. Einmal Muster. So. Und hier jetzt einfach jede Masche rechts ab. Ihr seht wirklich einfach rechts runter. Da. Und auch auf der Seite. So, und wie lange wir das jetzt machen, sage ich euch auch gleich. So, die Reihe ist durch. Jetzt haben wir eine Reihe zusammen gemacht. Ich lege die Socke jetzt kurz hin. Schnappe mir das Maßband und wenn ich das Maßband hier hinten an der Sockenwand anlege und ziehe das gerade vor, die Zahl, die dann hier vorne ist, die ist jetzt interessant für uns. Und zwar für die Schuhgröße 22, 23 muss das hier auf 12 cm. Für die 24 bis 25 auf 12,5, 26, 27 auf 14, 28, 29 auf 14,5, 30, 31 auf die 16, 32, 33 auf 17,5, 34, 35 auf 18,5, 36, 37 auf 19, 38, 39 auf 20, 40, 41 auf 21,5, 42, 43 auf 22,5, 44 bis 45 auf die 23,5 und die 46 bis 47 bitte auf 25 cm. Solltet ihr ein halbes Zentimeterchen drüber schießen, ist das kein Drama. Aber schießt bitte nicht mehr drüber. Also anlegen, gerade vorziehen und dann ablesen. Und dann fangen wir mit der Spitze an. Das heißt, wir stricken uns jetzt hier wirklich ganz gerade einfach nach vorne. Hier oben machen wir das Muster und hier unten einfach rechts abstricken. Das heißt, diese Nadel und diese Nadel Muster, diese und diese glatt rechts. Also einfach rechte Maschen stricken.
Und das machen wir jetzt so lange, bis wir unsere Zentimeterchen erreicht haben. So, meine Lieben, ich bin jetzt bei mir auf Länge, zumindest vom Anhalten. Ich habe jetzt beide Socken mal aufeinander gelegt und jetzt messen wir mal. Gerade hinten anlegen und nach vorne. So, angelegt und gerade nach vorne. Dann habe ich gute 14 cm. Ich brauche aber 14,5. Das heißt, eine Runde muss ich noch. Ja, so kann das täuschen, wenn man nur die Socken aufeinander legt, aber sie nicht direkt ausmisst. So, ich mache noch schnell eine Reihe oder eine Runde. Ich bin jetzt gerade auf dem Fuß, unten die Fußsohle. Deswegen einfach einmal alles rechts. So. Und man kommt hier wirklich super einfach durch. Also ich habe an einem Tag wirklich zwei Paar Socken gemacht. Oder zwei Socken gemacht. Ein Paar. Und mal schnell die Stifte zur Seite geräumt, dass wir da nicht immer dran stoßen. Und jetzt zwei rechts. Eine links. Zwei rechts, eine links, rechts, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts, rechts. So, wir gucken noch mal. Mal den Eimer sortieren, dass wir es vernünftig hinlegen können. So. Ja, passt wunderbar. Ich bin jetzt auf 14,5, wie ihr seht. Ihr hoffentlich auch auf eure Länge. So, wir sind jetzt hier drüben auf der Seite, sprich wir gehen jetzt zum Fuß runter. Wir stricken die erste Masche und die zweite Masche rechts zusammen. So, und jetzt einmal jede Masche rechts ab. Ja, ich mache die Helikopterspitze jetzt aber diesmal ein kleines bisschen anders. Ich habe eine Masche abgehauen. Ihr seht, die habe ich mir jetzt erstmal schnell wieder auf die Nadel geholt gehabt und repariere sie jetzt gerade mit der Häkelnadel. So. So, jetzt auf der nächsten Nadel, hier auf der zweiten, jetzt in unserer Abnahmenrunde, stricke ich mich jetzt, bis die letzten zwei Maschen nur noch übrig sind, mit rechten Maschen voran. So, jetzt habe ich noch zwei Maschen, die stricken wir jetzt rechts zusammen. Jetzt sind wir auf der Fußseite, da wo das Muster ist, da lassen wir jetzt das Muster links liegen. Wir machen jetzt ab jetzt kein Muster mehr. So, wir stricken jetzt die ersten beiden Maschen rechts zusammen. Und jetzt einmal alles rechts. Wir machen jetzt wirklich kein Muster mehr. Wir machen jetzt hier nur unsere Abnahmen. So, hier stricken wir uns jetzt auch mit rechten Maschen, bis wir noch zwei Maschen übrig haben. Die stricken wir dann rechts zusammen. So, jetzt sind wir wieder auf der Fußseite. Die ersten beiden rechts zusammen.
Und jetzt alle rechts rüber. Das ist übrigens jetzt auch die letzte Runde, wo wir das gleich so machen. Wir verändern das gleich hier ganz ein bisschen. Und gehen gleich in den klassischen Helikopter über. Einfach, dass das dann vorne am Zeh auch nicht zu wulstig und zu dick wird. So haben wir die Anfänge der Abnahmen ein bisschen verstärkt. Das werdet ihr dann gleich sehen, wenn die Socke fertig ist. Oder ich zeige es euch gleich mal an der anderen Socke, weil die ist nämlich schon fertig. Und haben aber dann das, was auf den Schuh trifft, im klassischen Helikopter, damit es uns dann am Zeh nicht drückt. So, zeige ich euch das mal schnell. Hier, ich habe die erste andere Socke schon fertig. Hier habe ich mir markiert, wo die Abnahmen anfangen. Und wie ihr seht, hier ist auch ganz einfach erstmal angefangen mit zwei rechten zusammen. Einmal hier, einmal hier. Und dann bin ich in den ganz klassischen Helikopter rein. Und habe dann diese wunderbare runde Spitze. Und so dann, wenn sie gerade liegt. Und wie ihr seht, hier vorne bei den Abnahmen habe ich dann auch alles schön glatt gemacht. Da gab es dann kein Muster mehr, so dass die Zehen vorne direkt im glatten Bereich liegen und erst ab dem Fuß dann eigentlich das Muster beginnt. Und genauso machen wir das hier auch so. Ich bin ja jetzt nochmal mit dieser Sonderreihe durch. Jetzt stricken wir die erste rechts. Und dann die 2 und die 3 rechts zusammen. Jetzt jede Masche einmal rechts. Und hier auch, aber jetzt weiter stricken bis die letzten 3 Maschen, die lassen wir aus. So, Masche 1 und Masche 2 stricken wir rechts zusammen. In der nächsten Socke machen wir übrigens auch mal eine andere Spitze. Jetzt haben wir ein paar Socken so gemacht mit der klassischen Käppchenferse und mit der Helikopterspitze in verschiedenen Versionen. Und beim nächsten Mal machen wir eine andere Ferse und auch eine andere Spitze, dass wir auch mal was anderes im Schrank haben. Obwohl von allen Fersen, muss ich sagen, ist bis jetzt die klassische Käppchenferse meine absolute Lieblingsferse. Weil man kann sie wirklich, man kann sie wunderbar auch ins Muster integrieren, so wie ihr hier jetzt gerade seht, einfach weiterführen oder eine von diesen zigtausend anderen Versionen, die es von dieser Käppchenferse gibt, machen. Also es ist momentan, die klassische Ferse ist momentan echt mein absoluter Liebling. Ich weiß nicht, ob sich das später noch ändert, aber im Moment, Und wie ihr seht, ich drehe jetzt hier einfach meine Runden. Ich stricke nicht irgendwie nochmal drüber oder so, sondern wir nehmen wirklich einfach in jeder Runde unsere Maschen ab. Ach, wo ich jetzt gerade mit euch ein bisschen gequatscht habe. Nehmen wir einfach in jeder Runde unsere Maschen ab. Yeah.
Ja, wem das jetzt so langweilig ist, der kann jetzt nach vorne spulen und guckt sich da das Vernähen schon an, wenn er wollt. Ich mache jetzt mit euch aber noch schnell zusammen die paar Maschen. Wie kommt ihr so eigentlich zurecht mit der Kälte, die momentan los ist? Also bei uns ist gerade ganz schön Bibberzeit. Und da treffen sich diese schön selbstgemachten warmen Socken echt gerade ganz toll. Mein großer Frosch zum Beispiel trägt sie momentan total gerne im Bett oder wenn er aus der Kita kommt, da zieht er sie sich an. In der Kita selber macht er nur im richtig dicken Winter. Also wenn es richtig kalt ist, dann macht er das auch in der Kita. Aber da ist er schon recht eigen. Aber ich glaube, das liegt an seinen Freundinnen. Ja, Freundinnen, er hat gleich mehrere. Halt, auf der falschen Seite abgenommen. Seht ihr, von da quatschen. So, Moment, einmal zurück. So, die wollten wir ja rechts stricken. Die zwei müssen zusammen. Und die stricken wir auch. So, ihr seht jetzt gleich, ich lege jetzt gleich meine Arbeitsnadel weg und bleibe bei der Nadel, wo die Maschen drauf sind. Schiebe runter und stricke jetzt mit der Nadel weiter. Weil ab einem gewissen Punkt, und der ist so langsam erreicht, ist mir das sonst alles hier viel zu wenig Maschen pro Nadel. Sag mal's mal so. Nur die Nadel auch weg. Ich habe dann zum Schluss nur noch drei Nadeln. Die zwei zusammen. Die noch. So, die anderen Sockenvideos von mir kennen, die wissen schon, jetzt bin ich gleich am Ende. Weil nach dem Zusammenstricken mache ich nicht mehr viel. An Runden. So, so. Und jetzt die eine Nadel noch einmal und dann ist Feierabend. Ne, also er hat eine blonde. Ach, die ist süß. Eine ganz süße Zuckerschnutze ist das. Oh, total zum Knutschen, die Kleine. So, dann hat er eine Brünette. Mit wunderbaren Rehaugen. Total süße Rehaugen. Ja, und dann hat er einen Fuchs. Also eine rothaarige, eine naturrothaarige. Sowas sieht man echt so selten. Ein Naturfuchs. Wahnsinn. Aber ich habe ihm schon gesagt, er solle mal ein bisschen sachte umgehen. Aber wenigstens ist er mit den Mädels ein kleiner Kavalier. So, die erste Masche rechts. Zweite Masche rechts. Und wir heben jetzt die erste Masche über die zweite. Die nächste Masche rechts. Und wir heben drüber und rechts, drüber heben, rechts, drüber heben, Nadel weg. Rechts, drüber heben, rechts, drüber heben. Rechts, drüber heben, rechts, drüber heben, rechts, drüber heben, rechts, drüber heben. Sehr schön, damit haben wir das fertig. Was ich mir übrigens noch holen möchte, ist ein Sockenpilz. Denke mal, ihr kennt den noch vom Sockenstopfen. Aber der Sockenpilz würde mir jetzt die Glitzerdose ersparen. So, und zwar einmal den Faden auf die Nadel und nach innen zur Socke. So, jetzt fixiere ich mir das ein bisschen. Krempe das ganze Säckchen um.
so dass wir die Innensocke dann außen haben und stiebe die auf meinen Glitzer. Na Nadel, jetzt bist du ja doch rausgerutscht. Willst du mich ärgern? Moment, ich muss mal meine Nadel suchen. Du wolltest mich gerade ärgern. Da ist er. Ich brauch dich aber. Nein, da brauch ich dich auch nicht. Ich brauch dich da im Loch. Wo bist du? Wo ist das Loch? Da ist das Loch, da ist die Nadel. So. Und jetzt auch mein Glitzer. Na, habe ich doch gut getroffen. So, das Loch, das Glitzer öffnet mir das Loch, dass ich das gut vernähen kann. Und dafür halten wir irgendwann das Sockenpilz. Da muss ich nicht immer mit der Glitzerdose. Klar, die geht auch wunderbar. Aber dann ist es einfach standesgemäß, sagen wir es mal so. Dann sieht nicht mehr alles so improvisiert aus. So, und jetzt nehmen wir einfach dieses kleine süße Löchlein hier kurz zu. Zwei, drei Stiche. Wir müssen den Faden ja sowieso vernähen. Und da können wir gleich das Löchlein mit zunehmen. Achtet aber bitte darauf, dass hier jetzt kein Bubbel entsteht. Also näht hier jetzt bitte keinen Huckel rein, sondern macht es wirklich glatt. Deswegen nehme ich das alles auf die Glitzerdose, weil dann habe ich es nämlich schon mal glatt von unten. Und wie ihr seht, es bleibt alles wunderbar glatt. Wenn ihr jetzt hier einen Huckel rein näht, der drückt dann später so unangenehm beim Laufen. Das macht dann einfach echt keinen Spaß. Also da wirklich in aller Ruhe wie ihr seht so dann Faden abschneiden. Ich lasse immer ein ganz kleines bisschen noch stehen, einfach dass der Faden noch ein bisschen Spiel hat. Dose raus. Hier oben das Fädchen noch schnell verstochen. Jetzt gehen wir hier noch kurz ein bisschen lang. Ich weiß nicht, ob euch das Vernähen interessiert. Aber ich gehe dann hier immer noch in der Rippe ein bisschen lang, so dass der Faden auch noch mal ein wenig Spiel hat und uns nicht sofort ärgert. Und ich habe eigentlich auch noch nie erlebt, dass er sich nach oben rausgearbeitet hat. So, wir wenden. Maschenmarkierer lösen. Und auch von der zweiten Socke gelöst. Und fertig. Schon können unsere wunderbaren Söckchen angezogen werden. Wir frieren nicht mehr an die Füßchen. Und auch mit dem paar Söckchen kann der Winter kommen. So, jetzt schauen wir noch mal, ob wir uns an die Farben gehalten haben. Also hier oben, ja. Denke ich mal, geht er mit mir mit. Passt wunderbar. Ferse, ja. Fuß. Und lege ich schön aufeinander. So, sehen wir auch den Fuß. Guckt ab braun, würde ich sagen. Weil hier ist ja die Ferse, das irritiert ein bisschen. Guckt ab dem Braun. Und ich würde sagen, passt wunderbar aufeinander. So, jetzt legen wir sie mal aufeinander. Ach, traumhaft. Guckt mal. Da. Wie geschnitten. Gut, hier das wirkt ein bisschen anders, weil das Weiß ist hier unten, hier oben. Und aber wenn man es direkt aufeinander legt, seht ihr? Ja? Gestochen scharfe Farbkanten. Passt wunderbar aufeinander. Ja, hier oben muss ich nochmal nachzotteln, weil, hier seht ihr es, ich habe hier
bei dem Blau zu weit vorne angefangen, auch Maschen aufzunehmen. Deswegen habe ich hier einen Rand Blau, den ich hier nicht habe. Das ist der einzigste Unterschied. Auf der anderen Seite, so kann sich mein Sohn aber auch merken, was ist die linke und was ist die rechte Socke. Die mit Blau ist dann halt die rechte Socke und die ohne Blau die linke Socke. Also das ist jetzt hier das einzigste Manko, wo ich sage, das ist mir nicht schön gelungen. Aber ich glaube, das kennt jeder Sockenstricker, der mit Farbverlauf strickt. Das passiert leider. Außer natürlich, man fängt mit dem Maschenanschlagen direkt ab dem neuen Farbabschnitt erst an und nicht ab dem alten. Aber gut, da ärgere ich mich jetzt nicht drüber. Meine Socken sind schön. Mir gefallen sie und meinem Sohnemann gefallen sie auch. Der hat nämlich vorhin schon da gestanden und wollte sie haben, aber die müssen erstmal fertig werden. So, ihr Süßen. Ja, mit dem Anblick kann ich mich von euch verabschieden. Moment, ich räume noch ein bisschen auf. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt jede Menge Spaß mit euren tollen Söckchen. Und das Muster ist wirklich super cool. Es ist so dehnbar. Das war die eine Socke. Das ist die andere Socke. Und wie ihr seht, sie schnippt sofort wieder zurück in die Ausgangsposition. Und sie ist halt auch wirklich für Diabetiker geeignet, weil wir haben einfach keine Naht. Das hier ist Muster. Da alles dehnbares Muster. Da, seht ihr? Keine Naht. Und gerade bei Diabetikern zum Beispiel hat man ab und zu das Problem, dass die Füße gerade früh oder so ein bisschen angeschwollen sind und auch am Abend. Und wenn das Muster dann so wunderbar nachgibt und mitgeht, das ist so angenehm, so richtig angenehm. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich hatte den ganzen Spaß 5-mal in den Schwangerschaften. Und das ist wirklich, das ist so angenehm. Okay, ihr Süßen. Also, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit euren Söckchen. Lasst mich mal wissen, wie ihr sie findet, wie sie sich bei euch tragen, wie ihr mit denen zurechtkommt. Und beim nächsten Mal gibt es mal eine andere Ferse und auch mal eine andere Spitze. So, also, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wer möchte, lässt mir ein Abo da, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video und vergesst nicht, Glöckchen zu drücken. So, ich mache jetzt ein freundliches Winke-Winke in die Runde und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.